Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ich bin wieder zu Hause. Das Video von dem, was ich heute gemacht habe, seht ihr morgen. Aber heute eine wichtige Frage, die mir sehr oft gestellt wurde. Wichtiges Thema. Yo, Gelaxo. Ist Gelaxo zu stark? Ist Gelaxo zu mächtig? Was ist los mit Gelaxo, Alter? Ich habe gestern gegen den verloren. Das war das Video heute Morgen, heute Mittag. Könnt ihr gerne abchecken. Der hat mich echt fertig gemacht. Es waren Gelaxo, Bluebug und Gelaxo. Erster Tag, ich wusste nicht, was man verwendet. Ich dachte Machomai, weil Kampf ging normal, aber Machomai war eine schlechte Wahl. Anscheinend sind gut. Deathsputters mit Gestein, Kyogre ist nicht schlecht, Dialga ist nicht schlecht und Mewtwo soll auch nicht schlecht sein. Aber vor allem Deathsputter. Ich habe es heute probiert, ich habe einen Gelaxo heute nur gefunden. Und zwar nicht mal einen Gelaxo-Stop, ich habe Radfalls, glaube ich, bekommen. Aber einer der Gegner war Gelaxo und ich habe meinen Deathsputter ausgepackt und ja, Deathsputter hat den zerstört. Aber das Thema ist natürlich, sind die zu stark? Oder Gelaxo zumindest. Die anderen sind zwar stärker. Aber die sind halt immer noch schwach, weil egal wie stark du einen Glumanda machst, Glumanda ist immer noch ein Glumanda. Da habe ich zum Beispiel jetzt mehrere Nachrichten bekommen, aber sehr interessant fand ich jetzt die von Insta-Ossi. Also da stimme ich dir voll und ganz zu, das müssen sie noch fixen, finde ich. Auf meine Instagram-Story. Was aber so nicht stimmt, da hat er vollkommen falsch verstanden. Ich habe mich nicht beschwert, ich habe nichts Negatives gesagt über die Stärke von Gelaxo. Er ist einfach nur zu stark gewesen, habe ich geschrieben. Hab dann geantwortet, nee, ich finde es ganz gut so. Und jetzt das Wichtige, seine Antwort. Und darauf gehen wir jetzt ein. Das ist doch aber für jeden Spieler gleich, oder? Ja. Weil ich finde, für Spieler mit niedrigem Level ist es ein wenig zu schwierig. Zu schwierig für Leute mit niedrigem Level. Es ist eindeutig zu schwierig für Leute mit niedrigem Level. Aber jetzt kommt das. Jetzt kommt der Mindfuck. Jetzt kommt das, wo sich die Meinungen spalten. Anstatt die Schwierigkeit runterzuschrauben für die ganzen Leute, Level 5, Level 10, Level 15, die nie spielen. Anstatt die Schwierigkeit so runterzuschrauben, dass es jeder schafft, wie wäre es, wenn die Leute, die es nicht schaffen, sich mal raustrauen, bisschen hier motiviert werden, bisschen leveln, bisschen farmen, bisschen Pokémon fangen, bisschen Pokémon pushen und es dann schaffen. Wie wäre es damit? Ganz verrückte Idee, oder? Anstatt, dass wir alles für jeden machbar machen, wie wäre es, wenn die Leute mal stärker werden, sich verbessern, trainieren, farmen, aufsteigen und es dann schaffen. Das ist doch mal eine klasse, verrückte Idee, oder? Als Freund, sind sie zu stark, bist du zu schwach. Vergleich One Piece. Anstatt, dass wir die Kaiser so schwach machen, dass Chopper die besiegen könnte, wie wäre es, wenn wir alle trainieren lassen, sodass sie stärker werden und dann eine Chance gegen die Kaiser haben? Voll die verrückte Idee, oder? Also wie ihr sehen könnt, ich finde schon mal sehr gut, dass es schwierig ist und ich bin eigentlich ziemlich dagegen, alles runterzuschrauben, damit es jeder schafft. Das Problem hatten wir schon beim alten Arena-System. Das alte Arena-System hatte ein paar Schwächen und Mängel, aber das größte Problem war, also nicht das größte Problem, aber die Leute haben sich so sehr beschwert, dass Leute, die niedriges Level haben, keine Chancen in der Arena hatten. Was ist passiert? Anstatt, dass die Leute sich mal Mühe geben, ein bisschen farmen, ein bisschen leveln, ihre Pokémon pushen, damit sie eine Chance in der Arena haben. Was ja eigentlich Sinn und Zweck des Spiels ist, sich zu verbessern, aufzusteigen und dann an Sachen teilzunehmen. Nee, stattdessen wurde das ganze Arena-System so runtergeschraubt, dass jeder Level 5er sich in der Arena setzen kann. Anderes Beispiel, Jurassic World Alive. Ich zock das Spiel nicht mehr, schon länger nicht mehr, aber als ich es noch gezockt habe, ich war natürlich nicht gut, ich war Free-to-Play, ich habe nur nebenbei gezockt. Ich war schlecht, ich war Low-Level und da gab es immer die Strike Tower. Und am Wochenende gab es immer die Epic Strike Tower. Ich hatte keine Chancen mit meinen Dinos. Hab fast immer verloren. Hier und da war mal einer dabei, den ich besiegen konnte mit meinen Dinos. Gutes Matchup oder so. Viel Glück. Aber die meiste Zeit habe ich verloren. Habe ich mich darüber beschwert? Hat mich das demotiviert? Hat mich das irgendwie traurig gemacht? Oder bin ich dann ins Internet gegangen und habe geschrieben, oh, Jurassic World Alive ist so schlecht. Ich bin Level 5 oder 10 oder was auch immer und schaff die Strike Tower nicht. Nee, es hat mich motiviert. Ich bin rausgegangen, habe noch mehr Dinos gefarmt, habe meine Dinos gepusht, gelevelt und wollte dann nächste Woche nochmal versuchen. Habe wieder verkackt, habe dann wieder weiter gelevelt und so weiter und so fort. Und irgendwann, nee, nicht irgendwann habe ich es geschafft, aber hier und da mal habe ich dann doch noch ein paar besiegt. Also die Tatsache, dass ich das nicht gleich geschafft habe, hat mich motiviert, mehr zu spielen, mehr zu leveln, mehr zu pushen. Dementsprechend, ich finde es sehr gut, dass jetzt nicht jeder Level 20er, Level 30er, das direkt auf Anhieb schafft, sogar Level 40er da Probleme haben. Das soll die Leute motivieren. Ich glaube, das ist auch gut so. Das einzige krasse Schlechte, finde ich, ist halt der krasse Sprung. Also, letztens waren die Gegner halt noch so leicht,
Und dann von 0 auf 100 sind sie halt so schwer oder zumindest das Galaxo. Es sollte halt schon ein bisschen steigern sein und nicht von hier auf hier. Das ist so das Einzige, was ich bemängeln kann, aber die Schwierigkeit von Galaxo finde ich gut. Und an sich, meiner Meinung nach, könnten noch viel mehr von diesen schwierigen Team Rocket Stops kommen. Ja, auf jeden Fall, das war meine Meinung zu dem Thema, ist Galaxo zu schwer? Könnt gerne unten in die Kommentare eure Meinung dazu schreiben. Nur so ein kurzes Video, so ein paar Gedanken. Wenn ihr gerade momentan von Galaxo fertig gemacht werdet, leidet es nicht. Geht's raus, bisschen farmen, ein paar Despotar Raids machen, ein paar Lavita-Bombung sammeln. Lavita als Buddy nehmen, bisschen damit laufen, damit ihr Bonbons habt, bisschen Sternstopp farmen und dann pusht eure Despotars. Nehmt es als Grund, euch zu motivieren, stärker zu werden, zu trainieren, besser zu werden und dann, wenn ihr besser und stärker seid, tretet nochmal gegen Galaxo an. So einfach ist es. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.